Die Corona-Pandemie hält uns weiterhin in Atem und wird uns nach Expertenmeinung auch noch bis ins Frühjahr 2022 begleiten. Das Thema Infektionsschutz in Innenräumen hat also nicht an Brisanz verloren. Die Lage hat sich sogar durch die Omikron-Variante ja sogar noch verschärft. Wie können wir uns ganz konkret vor einer Ansteckung schützen? Dazu spreche ich heute mit dem Ingenieur Dr. Klaus Mindrup vom Online-Portal Lufthygiene Pro. Guten Tag. Guten Tag. Herr Mindrup, das Online-Portal Lufthygiene Pro informiert ja über alles Wissenswerte zum Thema Raumlufthygiene, das speziell in der Corona-Pandemie extrem in unser Bewusstsein gerückt ist. Das Portal wird auch vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert. Bitte erläutern Sie uns kurz, was wir im kommenden Winter 2021, 2022 tun können, um uns vor einer Corona-Infektion zu schützen. Sehr gerne. Das sind vor allem drei Dinge. Im ersten Schritt ganz klar impfen. Lassen Sie sich impfen. Darüber hinaus gilt nach wie vor die Einhaltung der AHAL-Regeln. Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und Lüften. Über den letzten Punkt möchten wir gerne im Weiteren sprechen und in unseren Augen und so zeigen es auch sämtliche Studien. Finden ein Großteil aller Infektionen in geschlossenen Räumen statt. Gar nicht mal über die Übertragung über Oberflächen, sondern mit einem ganz großen Anteil sind wirklich die Aerosolübertragung von einer Person zu der anderen über den Atemweg, über die ausgeatmeten Aerosole in der Raumluft dafür verantwortlich, dass wir wirklich in geschlossenen Räumen die meisten Infektionen sehen. Mit unserem Lufthygiene Pro Portal und speziell in der Anwendung mit unserem Lufthygiene Pro Virenrechner möchten wir Sie informieren und Ihnen die Möglichkeit geben, individuell Ihre Situation in den Räumen einzugeben und sich ein Bild davon zu machen, wie gewisse Maßnahmen wie das Lüften, wie das Tragen von Alltagsmasken quasi zur Verbesserung von solchen Situationen in geschlossenen Räumen quasi beitragen. Das klingt ja wirklich interessant. Wie genau funktioniert denn dieser Virenrechner? Ist das nicht unglaublich kompliziert? Nein, im Gegenteil. Die hinterlegte Technik und die modellierte Physik mag vielleicht nicht gerade trivial sein. Die Anwendung ist aber einfach. Das können wir uns gerne im Folgenden anschauen. Ich teile einfach mal den Bildschirm und wir gehen gemeinsam durch das Tool. Genau. Man sieht hier die Eingangsseite. Es gibt schon voreingestellte Szenarien und jeder ist jetzt hier quasi aufgerufen, seinen eigenen Raum hier einzugeben. Wir gehen mal diese wenigen Steps, diese wenigen Schritte gemeinsam durch. Man sieht hier oben zunächst einmal so eine Kopfzeile, wo schon mal so eine Aussage über die allgemeine Lufthygiene. Da geht vor allem der CO2-Wert in diese Auswertung mit rein, in bedenklich rot, unbedenklich gelb und gut grün. Im Weiteren sieht man hier die Verläufe der CO2-Konzentration, die für uns, für das Raumklima auch ein ganz wichtiger Teil ist, für gesunde Raumluft. Und was jetzt für diese Infektiosität der Raumluft wichtig ist, die Viruseinheitenkonzentration. Einfach pro eingeatmeter Luftmenge, wie viele Viren sind jetzt hier drin enthalten und wie lange dauert es dann, bis eine kritische Menge an Viruslast enthalten ist. Wir gehen mal durch diese wenigen Eingaben, um halt unseren eigenen Raum zu modellieren. Also zunächst einmal ist es wichtig, in welcher Jahreszeit wir uns hier in der Auswertung befinden, denn im Sommer muss man wesentlich mehr lüften, um die gleiche Luftmenge umzuwälzen als im Winter. Angetrieben natürlich durch die hohe Temperaturdifferenz, fließt die Luft im Winter wesentlich schneller durch das geöffnete Fenster. Deswegen, wir sind im Dezember, geben wir diesen Monat ein. Die Postleitzahl, wir sind ja international hier aufgestellt oder quasi von Nord nach Süd ausgestreckt. Ich würde jetzt mal den Standort Münster eingeben, wo ich mich gerade befinde. Und da sieht man schon eine kleine Änderung am Bildschirm. Darüber hinaus ein paar Angaben zur Innenraumlufttemperatur. Die Außentemperatur, Wetterdaten sind im Tool hinterlegt und werden jetzt hier automatisch schon in die Berechnung mit eingezogen. Die Innentemperatur ist üblicherweise 20 Grad. Die Grundfläche des Raumes, da ist jetzt jeder gefragt, ungefähr eine Abschätzung zu machen. In einem Wohnzimmer mit circa 36 Quadratmeter,
wird mit Sicherheit weniger Luft zur Verfügung stehen. Man sieht, dass auch in den Graphen sich schon etwas verändert hat und die CO2-Ampel ist auf gelb gesprungen. Das heißt, weniger Raumvolumen für die anwesenden Personen. Die Raumhöhe ist 2,4, das ist ein ganz üblicher Wert. Dann kommen wir zu einem der wichtigsten Elemente in unserem Tool, nämlich der freien Fensterlüftung. Ein ganz wichtiges Instrument, lüften, lüften, lüften in den Räumen. Allerdings kann man ja auch nicht durchgehend lüften, dann würde es allen zu kalt werden, gerade im Dezember. Die Anzahl der Fenster ist zunächst einmal einzugeben. Dabei ist zu sagen, dass wir die Möglichkeit haben von verschiedenen Fenstern. Schwingfenster, die ganz klassischen, die ich so voll aufschlagen kann. Drehfenster, das sind eher so Dachfenster, Schiebefenster oder ich kann auch ein Fenster, was auf Kipp steht, modellieren, jeweils mit der Anzahl der Fenster und der lichten Fensterhöhe sowie der lichten Fensterbreite, aus der sich dann einfach der Querschnitt der Fensteröffnung berechnet, die dann zum Luftwechsel im Modell herangenommen wird. Genau. Gehen wir weiter in der Eingabe. Jetzt ist der Nutzer gefragt, wie häufig wird denn gelüftet? Also wenn wir einen Klassenraum haben, kann man es relativ gut sagen. Da gibt es ziemlich klare Vorgaben. Im privaten Umfeld ist es eher so, dass man sich alle, wenn man mit mehreren in einem Raum zusammen ist, erfahrungsgemäß alle Stunde, also alle 60 Minuten einmal dazu motivieren kann zu lüften und dann auch vielleicht nicht für 10 Minuten, sondern vielleicht auch nur für 5 Minuten. All das kann man jetzt individuell eingeben, so wie es dann entsprechend der eigenen Nutzung im Raum passiert. Angaben zur Raumnutzung. Wie viele Personen sind durchschnittlich im Raum? Das ist natürlich eine wichtige Größe, denn gerade je mehr Personen im Raum sind, desto mehr CO2 wird freigesetzt, desto eher empfindet man die Luft als schlecht. Dementsprechend sollte die Personenzahl hier auch entsprechend ungefähr richtig angegeben werden. Ich würde jetzt mal die Anzahl, wir sind zu dritt hier, auf 3 ergänzen, einstellen. Und Anwesenheitszeit, das sagt einfach nur da aus, für welche Zeit diese Auswertung dann geschehen soll. Die Tätigkeit ist wichtig. Natürlich atmet man bei schwerer körperlicher Tätigkeit wesentlich mehr CO2 in der gleichen Zeit aus als bei leichten Tätigkeiten, wie zum Beispiel Schreiben oder Lesen. Ich würde jetzt mal eine leichte körperliche Tätigkeit unterstellen, so ähnlich wie wir uns jetzt gerade auch hier bewegen. Tragen Sie eine Mund- und Nasenmaske. Und bevor ich jetzt hier eine Einstellung mache, möchte ich Ihnen einmal quasi schon mal diese Grafik zeigen. Also der blaue Graph der CO2-Konzentration hier auf der rechten Achse abzulesen, bewegt sich jetzt um die 1000 ppm. Das ist so ein Wert, der üblicherweise also bei Räumen mit wenigen Personen dann anzutreffen ist. Auf der linken Seite kann man die eingeatmeten, aufgenommenen Viruseinheiten sehen. Das ist diese graue, kumulierte Kurve. Je länger die Person im Raum ist und je höher die Konzentration ist, das ist der gelbe Graph, desto schneller und höher steigt diese Kurve an. Je nach Virusvariante, wir sind derzeit mit der Delta-Variante implementiert. Wenn die Daten vorliegen, kann man dieses Tool oder werden wir dieses Tool auch auf neue Virusvarianten einstellen. Liegen wir derzeit bei 1200 eingeatmeten Viruseinheiten, die dann im statistischen Mittel als Infektionsgrenze gilt. Ab dann spätestens muss man befürchten, dass man sich, wenn eine infektiöse Person im Raum ist, auch angesteckt hat. Genau. Und das ist jetzt die Auswertung für diese Nutzung eben. Keiner trägt eine Maske. Ich habe alle Stunde für 5 Minuten gelüftet. Der Raum ist 36 Quadratmeter groß. Wir sind 3 Personen im Raum. Und dann wird bereits nach 47 Minuten dieses kritische Maß erreicht. Das ist jetzt die erste Maßnahme, die ich ergreifen kann. Das Tragen einer Maske, so wie es häufig dann in Schulen eingesetzt wird. Und da sieht man gleich mal, was das für eine ungeheure Wirkung hat. Wenn ich die FFP2-Maske, die ja wirklich im öffentlichen Bereich empfohlen ist, trage, dann ist sofort diese ganze Situation stellt sich dann völlig anders dar. In der ausgewerteten Zeit von 240 Minuten ist diese Konzentration schon nicht mehr erreicht. Hier sieht man, dass wirklich das Tragen einer Maske einen unglaublich großen Effekt hat. Nicht jeder trägt eine FFP2-Maske, viele tragen auch OP-Masken. Die haben bei weitem nicht die gleiche Wirksamkeit wie eine FFP2-Maske, sind aber auch sinnvoll, um, wie gesagt, also besser als nichts,
Denn auch die fangen schon mal eine ganze Reihe der ausgeatmeten Viren ab und auch der eingeatmeten Viren. Genau. Ich gehe wieder zurück auf die FFP2-Maske und kann darüber hinaus auch noch, wenn ich mich jetzt, sagen wir mal, nicht zum Lüften motivieren kann oder aus irgendwelchen Gründen, aus Schallschutz, Lärm von draußen, das nicht möglich ist, kann man auch über Luftfiltergeräte nachdenken und könnte dann hier unten über diesen Schieberegler die Eingabe noch für Lüftungsgeräte eröffnen. Luftleistung in Kubikmeter pro Stunde, also zum Beispiel ein Gerät, das 500 Kubikmeter pro Stunde umwälzen kann. Hier ist es lediglich der Blick auf das Typenschild von dem Gerät und Sie haben hier diese zwei Zahlen, also die Durchsatzrate Kubikmeter pro Stunde und der Wirkungsgrad des Gerätes, der meistens sogar höher angegeben wird, mit 90% bei vielen Geräten. Und auch hier sieht man wieder, dass die Kurven abgeflacht werden und auch die aufgenommene Viruseinheiten erst nach einer deutlich späteren Zeit erreicht werden. Das Raumklima ist nach wie vor quasi ungenügend und quasi das würde jetzt einfach nur durch eine wirkliche regelmäßigere Lüftung durch die Fenster als auch durch ein Lüftungsgerät, das mit Außenluft arbeitet, erreicht werden. Aber das sind erstmal hier die ersten Einblicke und hiermit ist es jetzt möglich, wie gesagt, Varianten zu bilden. Probieren Sie das aus, wie Sie Ihren Raum mit diesen Maßnahmen verbessern können. Ja, Herr Minrup, das waren wirklich interessante Einblicke in die Funktionsweise des Virenrechners und vor allem den großen Nutzen. Ja, sehr gerne und ich kann nur sagen, das war jetzt ein Tool von vielen. Unsere Seite Lufthygiene Pro bietet als Portal, als Informationsportal zu diesem Thema viele weitere Hinweise rund um das Thema Lüften, rund um das Thema Wohlfühlen in geschlossenen Räumen und auch vor allem jetzt aktuell für die pandemische Situation, in der wir uns leider alle noch befinden, viele weitere hilfreiche Tipps. Auch zu externen Spezialisten, Experten, die wir mit unserem Tool vernetzen und kann nur jeden auffordern, besuchen Sie das Tool, machen Sie sich schlau und damit bekommen wir quasi diese Pandemie dann auch hoffentlich bald in den Griff. Da haben Sie recht, Herr Minrup. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit. Gerne, danke auch.